So, let's go. Ich glaube, der Rusco ist auf jeden Fall kein Offroad-Fahrzeug, oder? Montag um 12. So kann man aufstehen und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mai Sommercast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge begeben wir uns mal hier hin. Und zwar testen wir den Rusco. In der letzten Folge haben wir ja mal die Sonntagsrally uns genau angeguckt und da ist ja einiges passiert, wer es noch nicht gesehen hat. Unter dem Video in der Beschreibung findet ihr einen Link zu allen Folgen von Mai Sommercast. Da ganz oben auf die aktuellste Folge klicken, dann könnt ihr euch diese Folge auch nochmal angucken. Auf jeden Fall sehr viel passiert. Ich habe ja in der Folge mal die Rally begleitet. Wir sind mal hinterher gefahren und habe mal ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Und ja, also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Und wie gesagt, heute ist es soweit, Telefon klingelt, wartet. Müller-Schmidt. Ja, ich komme da schon. Ich bin da mitten. Ja, ich bin da schon da mitten drin, statt nur dabei. So, meine Güte, ich komme das Ding doch gleich abholen. Du warst doch Samstag nicht da. So, muss mich mal ganz schnell bloß um die Bedürfnisse kümmern. Zack. So, Drogenhammer. Pipi müssen wir auch gleich nochmal. Hier haben wir noch was zu essen. Zack. So. Machen wir ja. P für Pipi. Und dann geht's auch schon los. Dann düsen wir gleich rüber. Beziehungsweise lassen wir uns mal rüber teleportieren. Ich freue mich schon drauf. So, tröpfchenweise. Ja, noch auf die Klobrille. Genau. Ist eh schon schmutzig, das Ding. Kann man das erneuern? Wäre doch ein Fall für Hausflipper. Siehst du, mein Stress ist durch den Anruf gleich ganz schön gestiegen. So. So, dann sind wir eigentlich soweit startklar. Dann müssen wir einmal so und einmal so. Und schon sind wir da. Da steht das gute Stück. Wie gesagt, haben wir nicht in der letzten, sondern in der Folge davor uns schon angeguckt. Und wie gesagt, ich finde immer noch geil, dass man das abnehmen kann. Und dass man das hier draufsetzen kann. Und dass wir unseren Schlaf... C war's. Sehr gut. Und dass wir unseren Schlafplatz auch abmachen können. Rausnehmen können, wie wir wollen. Und auch wieder reinsetzen können. Feier ich total. So, so sieht auf jeden Fall besser aus. Also diese Mod, die Restaurierungsmod für Rusco, finde ich richtig genial. So, jetzt brauchen wir den Schlüssel. Hi, Nervensäge. Hey, du hast mich doch gerade angerufen. Willst du mich verarschen? Du hast mich gerade angerufen. Ich soll das Auto abholen. So, Dankeschön. Ach, siehste, Felgen. Können wir gleich mal mitmachen. Wenn wir einmal hier sind, nutzen wir es. Zack, 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 zack. Und zwar hätte ich gerne diese hier. Zack. Und 1920 statt 3200. 40% Rabatt. Wie immer. So. Ich warte auf meine GT-Felgen. Die liegen hier, ne? So. Wenn man weiter auf den Sack geht. So, Schlüssel haben wir. Öffnen konnten wir ja auch schon vorher. So. Ach, das sieht richtig geil aus. Das Hornistennest ist auch weg. Was will man mehr? Türe zu, Affe tot. Ich muss, glaube ich, erst in Drive-Mode. Dann kann ich es zumachen. Nice. Nice, 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 nice. So. Schlüssel kommt da rein. Oh. Schön. Und wenn wir einmal dabei sind, wir machen jetzt wie gesagt eine Probefahrt, schauen wir mal, wo unser Auto ist. Wir hatten ja wie gesagt ein Suffgelager an der Skischanze mit Suski und sind dann bei uns irgendwann mal zu Hause wieder aufgewacht, haben natürlich einen Filmriss. Oh, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung.
Und ja, seitdem haben wir ja kein Auto mehr. Wo ist unser Auto? Da gehen wir natürlich auf die Ursachensuche und hoffen, dass wir das in der Folge mit beantworten können. Denn an der Skischanze habe ich noch was vor mit dem Roscoe. Daher passt das. Können wir gleich zwei Sachen in einer Folge erledigen. Jetzt geben wir aber erstmal richtig Gas hier mit dem Roscoe. Wenn wir auf der Landstraße sind, jetzt vielleicht noch nicht. Ein bisschen schlecht. So. Vielleicht mit dem. Ne, blinken kann der nicht, ne? Okay, also verkehrstauglich eigentlich eher weniger. Hat eine Hupe? Eine Hupe! Das Ding braucht eine Hupe. So. Let's go. Jetzt sind wir gleich bei 90. Ach, das ist ein schönes, entspanntes Fahren eines Oldtimers. Ja. Map, map. Vier Gänge hat das Ding, ne? Wie der Satsuma, warum auch immer. Schafft trotzdem 110 auf der Schnellstraße. Ich lasse wohl einen Wagenanhänger haben. Augen geradeaus auf die Straße. Mann, 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 Mann. Wenn wir hier einmal sind, können wir einmal die neue Fabrik gleich mit angucken. Und wer sich jetzt wundert, warum ich keine Kommentare vorlese, es gibt ja ein neues Format auf meinem Kanal rund um My Summer Car, nämlich My Summer Car Podcast TV. Da nehme ich mir die Zeit und gucke mir die ganzen Kommentare der vergangenen Woche zu den drei Folgen immer erst an und lese die auch vor. Damit haben wir in den Folgen im Let's Play mehr Zeit, direkt gleich zur Action zu kommen. Ansonsten sind da locker immer schon mal über knapp 5 Minuten meistens draufgegangen, nur alleine für Kommentare vorlesen, wo man halt auch nicht wirklich was machen kann. Daher, das wird immer nachgeholt in der My Summer Car Podcast TV Folge. Die planungsmäßig sonntags immer kommt. Kann auch sein, dass sie mal samstags kommt, muss man gucken, aber planungsmäßig immer am Sonntag. So, müsste es jetzt nicht gleich kommen? Da sind wir schon dran vorbeigebrettet. Sind hier schon etliche Kurven gefahren. Was heißt Kurven? Ja, doch Kurven, Runden mit Suski. Bis das endlich mal geklappt hat. Das hat ja jetzt endlich geklappt. Ich bin sowas von froh. So, jetzt müsste, glaube ich, die Fabrik kommen. Genau, da ist ein Schild. Eine Fabrik. Wir müssen mal Roscoe runterschalten hier. Jetzt kommt sie, oder? Nein, es ist schon eine City. Okay. Wir sind schon dran vorbei. Nein! Kommt die echt noch vor der Brücke? Gut, dann können wir uns das nicht angucken. Werden wir aber auch schon nochmal. So. Los geht's. Gas geben hier. Ich hoffe, keine Polizei ist da. Keine Polizei, das ist sehr gut. Der Typ, der diesen BMW-Verschnitt fährt, hat es ja gut. Der kann ja an der Polizei vorbeibrettern mit über 100. Der wird nicht angehalten. So, hier müssen wir rein. Hier müssen wir stark abbremsen. So. Hier geht's zur Skischanze. Zack. Da ist er. Da oben. Da müssen wir hin. So, let's go. Ich glaube, der Roscoe ist auf jeden Fall kein Offroad-Fahrzeug, oder? Komm, wir probieren's mal. Nein. Er ist kein Offroad-Fahrzeug. So, dann haben wir diese Frage auch schon mal beantwortet. Weiter geht's. Der quillt sich hier echt hoch, ne? Das sind wir im dritten Gang. Wenn es so weitergeht, müssen wir den zweiten schalten. Ne, er hält sich tapfer, er hält sich tapfer. Aber jetzt müssen wir den zweiten schalten. So, die Skischanze ist zu sehen. Da müsste eigentlich unser Auto stehen. Und hier haben wir als letztes gefeiert wie so ein Schlot mit 39 Bierflaschen Intus. So, wo steht unser Auto? Da steht's. Es steht tatsächlich hier noch.
Das müssen wir natürlich auch mal irgendwann mal holen, ne? Ach, guck mal, hier ist auch mal jemand. Der Ort scheint beliebt zu sein. Ja. Zack. 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 Fahr hier runter, genau. Da steht unser Schmuckstück. Das müssen wir auch noch holen. Und auf jeden Fall diesen hässlichen Plüsch entfernen. Ich das schon sehe, ne? Da kriegt man Anfälle. Kann man das überhaupt entfernen? Oh, man kann es entfernen. Oh, man kann es entfernen. Oh, schön. Warum kann ich... Was habe ich denn hier für eine Delle drin? Alter. Ist mir jemand in die Karre hier gefahren? Das ist ja übel. Kann ich meine Hand reinstecken? Guck mal. Ja, Stoßstangenschraube. Das Ding ist wieder rundgelutscht. Oh, Mann. Oh, Mann. So, auf jeden Fall. Ah, Plüsch können wir entfernen. Das freut mich. Ich würde es jetzt hier dran machen, bevor wir es bloß verlieren. So. Die hat ganz schön gesoffen wie so ein Loch. Muss man mal feststellen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Bierkasten hier hinten aus? Da habe ich mich auch ab. Oh ja. Oh ja. Wie viel passen hier rein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Wow. Ich glaube, bei uns passen 12 rein. Die haben das Doppelte. Na gut. Die Finnen sind das wahrscheinlich gewohnt zu saufen. Die sind ja auch Meister der Rallye. Man hat es gesehen, auch wenn es leider 7 Verunglückungen gab in der Rallye am Sonntag. Aber nun gut, was soll's. So, wenn wir einmal hier sind, möchte ich gerne noch was ausprobieren. Dazu muss ich erstmal meine Superkräfte aktivieren. Und nebenbei noch ein bisschen Pipi machen. Ansonsten könnte es beim Drücken wehtun. Ich bin Superman. Oder wie sagt das mal ein Schauspieler? Ich bin der Black Superman. So, kann ich das hier so hinstellen, ohne dass du runterfällst? Ich bezweifle es. Naja, fast. Fast. Ein Stück. Ja, so zu weit. Oh, das sieht gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Vielleicht noch ein Stück hier rüber. Ein Stück hier rüber. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was ist, wenn ich jetzt N mache? Sterben tue ich jetzt hier nicht, ne? So, erstmal die Kräfte wieder ausstellen. Zack, zack. Rein. Macht das Brett auf. Ich möchte mich hier reinsetzen. Ich habe Höhenangst. Halleluja. So. Erstmal anschnallen. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Bei mir sieht das ungefähr immer so aus. Wow. 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 Da dreht sich die ganze Welt. Wow. So, wir sind auf der Schanze. Was macht man auf einer Schanze? Wir haben es ja schon mal gemacht. Wir lassen mal die Autos testen, wie weit sie fliegen können. Beziehungsweise nicht fliegen, sondern springen. Ob das jetzt so wunderbar klappt, wie ich mir das gedacht habe, weiß ich nicht. Weil unten ist ja noch ein, quasi noch eine Ebene, wo du quasi mit der Schnauze drauf landen kannst, bevor du überhaupt runterkommst auf die Rampe. Ich wollte aber mittendrin statt nur dabei sein. Deswegen, wir gucken mal TV-Kamera-Action. Ja, komm, gib Gas. Wow. Mach die TV-Action-Kamera aus, ich sehe nichts. Oh ja, wir sind richtig. Oh. Oh, oh, au, 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 au. Ja, das Auto fährt noch, ne? Würde ich sagen. Haben wir hier noch Pirouetten, können wir auch noch machen. Wow. Und das alles im ersten Gang, ne? In-game sieht es dann so aus. Na, läuft. So, da wir das von draußen gesehen haben und nicht von drinnen, würde ich das gerne noch mal von drinnen sehen wollen. Das heißt, Superkräfte noch mal an.
So. Oh, der ist ganz schön schwer für seinen Oldtimer, Alter. Eieieiei. Haben wir nicht von der anderen. Komm, wir springen von der anderen Schanze mal. Aber beide durch. Von der Höhe ist das, glaube ich, dasselbe, weil ja. Naja, ihr wisst schon, ne? So. Zack. So, und. So, vorsichtig. Und. Zack. Nein! Der hängt ein bisschen auf halb acht, das ist nicht so gut. So. Da. Ist das gut für dich? Mein Junge. So. Ein bisschen ausrichten. So. Das sieht gut aus, ne? So, jetzt müssen wir es auch wieder hier hinstellen. So, Ende. So, paar Mal aus. Zack und zack, ne? Wieso habe ich immer noch. Was? Ich habe immer noch die Superpower. Warum denn das? Disable, nicht enable, disable. So, Tür auf. Tür auf. Hallo, da ist das Hansebol, macht das. Glaube, Rusko ist sauer. Ich würde erst von hinten einsteigen. Aber. Hallo? So. Na. Danke. Donald Söhne. Darfst du nicht vergessen, Rusko, du hast zwei Türen zum Einsteigen. Und zur Not noch eine dritte, aber deines ist in der Luft. So. Ach. Ich glaube, die Tür ist kaputt. Jetzt ist es so. Sehr schön. So. Ich würde sagen, let's go. Wow. Wir haben es noch nicht mal von der Rampe geschafft. Oh Mann. Wir haben es noch nicht mal von der Rampe geschafft. Das ist übel. Oh, das ist übel. Oh, das ist übel. Oh, uah. Hi. Ich bin runtergeplumpst, wie ich es mir schon gedacht habe. Ja, wir haben es noch nicht mal von der Rampe geschafft. Oh Gott. Ja, das sieht gut aus, ne? Könnte man sogar als Thumbnail nutzen. Gut, dann ein letzter Versuch sei gestattet. Close it. Hier müssen wir sowieso die Beine helfen. Das ist die Tür, müssen wir aufpassen. Zack. So, jetzt sind die beiden Türen kaputt. So, ja, wir nehmen nochmal. Boah, guck mal die Tür entgegen hier. So, drehen. So. Und etwas ausrichten, bitte. So. So sieht das eigentlich ganz gut aus. So, Strong N. Die Power aus. Close it. Bevor, dass wir das nicht mit unserem Satsuma machen, weil dann wird das Auto komplett zerlegt, ne? So, lässt mich. Oh, diesmal lässt du mich gleich einsteigen. Er hat draus gelernt, der kleine Ruske, ne? Der kleine RCO. Abkürzung RCO. Türe zu, Affe tot. Anstand nicht vergessen. Are you ready? 1, 2, 3, Gas. Oh Gott. Auf die Beine, bitte, auf die Beine. Ja. Sehr schön. Und let's go. Gas. Erster Gang ist scheißegal. Yeah. Warum dreht er weiter? Der fährt von alleine. Ich mach grad gar nichts, ne? Ich hab auch nicht eingelenkt oder so. Das hat der liebe Rusko alleine gemacht. Der ist ja schon alt genug, ne? Gut, ich würde hier mal kurz die Bremse reinhauen. Zack.
Türe auf, aber tot, ne? So, einmal den Fly-Mode. So. Naja, also von dieser Rampe. Immerhin hat das von dieser Rampe funktioniert. Zweimal. Von der anderen nicht so. Da sind wir nicht mehr von der Rampe gekommen. Guck mal. Also hier. Na, wow. Reifenabrieb. Haben wir zurück hinterlassen. Von hier bis darüber. So ein fast 90 Grad Winkel. Muss doch erstmal hinkriegen. Hier runter. Hier aufgekommen. Abgedatscht. Dann ging es eigentlich einigermaßen. Und hier unten hat er einen TÜV nach rechts bekommen. Warum auch immer. Von ganz alleine. Wie gesagt, ich habe nicht eingelenkt. Zack. Dann hier ein Stück geradeaus. Und dann Endspurt in the Busch. Und da steht er. Aber lässt sich auf jeden Fall. Ja. Ist akzeptabel, sagen wir es mal so. Und fahren, wie gesagt, es ist ein altes Auto, es ist kein Sportwagen, der hat nicht so viel Leistung, aber wir haben uns trotzdem unsere 110, 120 hier auf der Schnellstraße trotzdem geschafft. Das ist wirklich erstaunlich und das Gute ist, er sieht viel besser aus als die Rostlaube vorher, die er war. Und er geht nicht so schnell kaputt, beziehungsweise er geht nicht kaputt wie unsere Satsuma da oben. Wie gesagt, hätten wir den jetzt hier runtergejagt. Ich will nicht wissen, in wie viele Einzelteilen der gefallen wäre. Wie gesagt, der steht da oben und war in Ordnung. Jetzt hat er wieder riesen Delle, riesen Rissen, wo ich meine Hand dazwischen stecken kann. Ich verstehe es nicht. Aber nun gut. So, ich steige jetzt hier ein. Wenn der Rusko mich lässt, wie immer, natürlich. Das ist immer. Der Rusko muss das wollen. Ja, du machst halt so, dann müsste ich ja auch in den Spalt kommen. Ah, so. Na, Drive Mode. Ich glaube, die Tür ist verformt. Der will nicht mehr. Okay. Dann fahren wir halt mit offener Tür. Denn ich werde jetzt. Entschuldigung. Nee, zack. Du bist nicht sicher. Okay. So, ich werde nämlich den Rusko jetzt nach Hause fahren und wir sind am Ende mit der neuen Folge von My Sommercar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne ein kostenloses Abo. Würde mich riesig freuen. Und natürlich könnt ihr auch gerne meinen Kanal mit euren Freunden und Familie teilen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr die anderen Projekte auf meinem Kanal genauso supporten würdet wie My Sommercar. In dem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Da schauen wir mal, was wir da machen. Ich denke mal auf jeden Fall erstmal unseren Satsuma holen. Und ist die Frage, wie geht's halt weiter wegen Suski, ne? Das ist halt die Frage. Jetzt ist die Tür endlich zu. Super. Das ist halt die Frage, wie geht es mit Suski nach dem Saufgelager überhaupt weiter? Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge in der Hinsicht mit der Geschichte weitergeht. Müssen wir abwarten. Ansonsten, wir werden schon noch was finden, wie zum Beispiel mal die Neuerungen, die es hier auf der Map gibt, einfach mal mit anschauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja. Ach, das sieht richtig geil aus. Das Hornistennest ist auch weg. So. Ach, selbst als Superman muss man gucken, links und rechts, ne? Nicht, dass das passiert, wenn man die Straße überquert. So, einmal sicher über die Straße gehen. Und dann können wir auch losfliegen. Das ist ganz wichtig, ne? I believe I can fly. Nobody can touch the sky.